Also, mit dem Roosterfischangeln, das hat nicht geklappt. Wir haben ein paar gesehen, Francis hatte einen drauf, ein paar Nachläufer, aber das war's. Nicht so schlimm, kann ja nicht immer alles klappen. Trotzdem war es schön. Jetzt sind wir auf dem Weg in ein neues Abenteuer, in ein neues, altes Abenteuer. Manche können sich's denken, Francis ist hier, Victor ist hier, ich bin hier. Das kann nur eins bedeuten, es geht wieder los. Peitsche Drama. Nein, eben nicht. Es gibt noch andere Fische. Ich will dieses Mal andere große Fische angeln. Den Monsterwürmern. Mal gucken, ob das klappt. Es gibt ja Riesenwälse zum Beispiel. Also Riesenwälse. Und größer als die Arapaimas. So sieht's hier aus. Bisschen regnerisch, aber vielleicht ganz gut für den Reisetag. Hoffentlich hört es auf zu regnen, wenn wir nachher auf dem Boot sind und die lange Bootsfahrt haben. Gut, alles klar. Francis ist schon da. Sachen sind gepackt. Rein damit, ab ins Auto. Los geht's. Es geht weiter. Es nimmt kein Ende. Leute, ich kann langsam nicht mehr. Gut, unser Auto, wir machen alles regenfest, dann geht's los. 3 Stunden zum Hafen und ab dann, adios, dann sehen wir uns eine Woche nicht wieder. Also auch wir sehen uns dann wieder eine Woche, aber alle anderen, Instagram, mehr als ein Post, eine Woche offline. Genau. Ja. Buenos días, Achtung, ihr wollt durch. Ja, pero... How come you call some pluvia? Some what? Lluvia? Lluvia, yeah. In German? Regen. Spanien? Regen. Regen. Morning, Dan. Good morning. 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 Feiner. Ja. So kriegt man auch ein YouTube-Video. Wir sind da. Wir sind wirklich da. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? So, jetzt ist der runtergefahren. Wir beladen jetzt das Boot. Machen noch ein paar Einkäufe. Dann geht's wieder los. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich muss nachher was dazu sagen. Ich muss nachher eine kleine Geschichte dazu erzählen. Was wir vorhaben, warum wir wieder hier sind. Weil es ist ja auch ein bisschen crazy. Ich meine, ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich einmal in meinem Leben in Amazonas komme. Jetzt bin ich schon zum dritten Mal hier innerhalb von 4 Monaten. Angekommen, völlig fertig. War so lang die Anreise. Könnt ihr bei Victor auf seinem Kanal sehen, wie die Anreise war. Die war sehr regnerisch und wild. Was hat denn die für einen dünnen Hals? So, okay Leute, meine erste richtige Ausfahrt. Sachen sind gepackt. Bin so überwältigt, nochmal hier sein zu dürfen. Ich dachte vor ein paar Monaten, dass ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht einmal hier sein werde. Und jetzt bin ich das dritte Mal hier in 4 Monaten. Der absolute Wahnsinn. Teil 2 für mich. Geil, Runde 2. Und zwar muss ich auf jeden Fall nochmal im Laufe des Videos so 1-2 Geschichten zum Besten geben vom letzten Mal. Weil, also die ganze Story ist ja von Anfang an bis jetzt schon zu hart, dass ich überhaupt schon wieder hier bin. Das ist ja schon nicht mehr normal. Kann man ja keinem erzählen. Aber jetzt geht es wieder los. Nochmal alles auf Null. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Die Fische sind ja da. Und ihr fandet es ja auch so geil. Deswegen gibt es jetzt noch einen Teil. Gut, gucken wir mal, was kommt. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Programm. Auch Sachen, die wir letztes Mal nicht gemacht haben, mit den Welsen zum Beispiel. Das haben wir eigentlich so gut wie gar nicht gemacht. Also ich. Und wir haben wieder Würmer dabei. Also wir können, theoretisch können wir einen Monsterwels fangen. Es gibt ja so viele verschiedene, so bunte, gestreifte, schwarz-weiße, graue. Es gab so eine Riesenwelse, die werden auch irgendwie mehrere 100 Kilo. Das ist wirklich kein Spaß. So haben ja auch Leute schon gefangen. Insofern stammen wir uns jetzt unsere 2 blauen Ungetümer. Nochmal danke an Didi. Ja, von der Firma Westin. Ja, bis jetzt immer sehr gut gehalten, ist ja auch klar, dass die halten. Sind auch nicht ganz billig, aber ich kenne die guten auch. Danke. Danke. Gut. Ihr kennt das Spiel, erste Flussmündung abchecken. Diesmal werfen wir zu zweit. Und danach geht es die nächste Flussmündung, gucken, ob da was ist. Und dann war es das auch schon. Mein erster richtiger Ausflug jetzt. Ich freue mich mega. Freue mich auch mega, dass Victor schon so einen tollen Fisch gefangen hat. Hat am Anfang. Könnt ihr ja dann gleich sehen.
Und er freut sich auch, nur wenn es nicht so aussieht. Sí, como boca de Paco. Zamalo, correcto. Er hat ihm gerade erzählt von seinem Pirapita, falls ihr es nicht gesehen habt. In Argentinien hat der Victor einen Fisch gefangen, den es ja fast nicht mehr, erstens nicht gibt, zweitens gilt er als unfangbar. Ein Silberdorado, ein Flusslachs, Salmón del Río. Könnt ihr euch mal anschauen, die Folge und auch den Fisch. Pirapita, Leute. Ein normaler Pirapita, beruhigt euch. Die werden ja nur alle 10 Jahre mal einer tot vorbeigetrieben, gesichtet. Pira heißt nämlich Fisch, habe ich gehört. Deswegen heißt sie mal Piraiba, Piraira, Pirai, Arapaim, Pirapaima. Okay, bei mir wieder selber Köder wie letztes Mal. Ist jetzt nicht so richtig geil aufgezogen, aber ihr... Eine Sekunde, ihr kennt das Ding. Lanka City Saltwater, Jigköpfe, eine Unze und wieder mein Seaman. Genau, also diesmal ohne Screw-In-Weight, letztes Mal hier 10 Gramm. Jetzt mache ich mal einfach mit dem Einzelhaken. Hat bei Victor ja auch geklappt. Schön scharf ist er. Wunderbärchen. Feini, feini. Jetzt bei Camo Tackle abchecken, bitte, danke, Seaman. Du hast dir auch gezogen, sag mal. Ja, ich weiß, sieht ein bisschen hässlich aus, aber hässlich ist, bist du ja, ne? Das ist ein neues Schön. Außerdem hämmern die da eh komplett drauf und da ist dann eh Ende. Aber der wird schon irgendwie hängen. Hauptsache schön scharf, ne? Läuft schon. Ordentlicher Lappen, ich habe ihn nochmal eingekürzt. Normalerweise sind die noch länger. Und weil die ja so schwimmen, wird diese Sinkeigenschaften von dem Jigkopf so ein bisschen aufgehoben. Dadurch taumeln die dann so fein vorm, richtig schön, vom Arapaima Maul. Das wird herrlich. Genau. Altes Spiel, wieder antreiben lassen, anschleichen wie die Indianer und dann warten und gucken, ob sie da sind. Hier ist die Flussmündung, ihr kennt sie alle noch von letztem Mal. Wie ein kleines Déjà-vu. Da war einer. So Leute, das war jetzt die erste Session für mich. Kein Fisch gefangen, aber trotzdem spannend. Hier waren ein paar Riesendinger. Man sagt ja, in der einen Bucht gibt es auch so einen 4 Meter Arapaima. Müsste mal das Video von Victor sehen. Morgen wird wieder schön. Ich habe einen Regen, jetzt geht's los. Feini, feini, feini. So, der Dan ist hier schon am Obst pflücken am frühen Morgen. Und wenn der Kürbis dann runterkommt, muss er schnell sein. Siehst du, wie jetzt? Sonst rollt er nämlich zum Fluss runter. Good morning, Dan. Good morning. Ja, guten Morgen, es geht los. 6 Uhr. Heute wird Multispezies gefischt. Was das bedeutet, werdet ihr erfahren. Wir werden wieder mal alle auf den Fluss zerren, was möglich ist. Tobi! Komm mal her, Tobi! So, das ist Tobi, der einzige Hund, der in Ecuador schon mal in einem Bett geschlafen hat. Ihr werdet euch erinnern, es war meins. Na Tobi, das Ding ist so eine Flohbombe. Ja, da, komm, ab, sal. Und Mr. Victor lässt sich wieder irgendwas erklären. Komm und Olmieron. Perfecto. Belle couleur sur l'autre bord. Sur le long. Wir fahren jetzt in die erste Flussmündung. Die kennt ihr ja, die hier direkt am Camp ist. Da war jetzt auch schon Bewegung eben drin, das sah richtig gut aus. Und dann machen wir es wie gehabt, angeln kurz auf die Peitsches. Wir wollen es ja nicht entgehen lassen. Dann fahren wir hoch. Checken die zweite Flussmündung, fahren den Fluss hoch und machen Multispezies-Angeln. Auf alles, was es gibt.
wird so schön. Und ich freue mich. Wird schön. Tomas el tiempo. Na, na, die le apura. Wer weiß, was es heißt, schreibt die Übersetzung in die Kommentare. Alles klar, ihr Lieben, jetzt geht's wieder los. Ich bin wieder so aufgeregt. Oh Gott, oh Gott. Oh, da war wieder was. Ich meine, wir haben lange keine Werbung mehr gemacht. Oh Gott, oh Gott. Better Fishing Box mal kurz. Die beste Box der Welt. Mit dem Code BOSS 5% sparen. Wir müssen jetzt wieder leise sein. Die besten Köder für euch ausgewählt. Die Better Fishing Box. Jetzt abchecken, danke. Okay, wir müssen uns jetzt wieder hier so rantreiben lassen, lautlos. Er macht jetzt den Motor aus. Dann dürfen wir nicht reden. Das alte Spiel kennt er ja alles. Ich bin noch ein bisschen verpennt. Dann müssen wir jetzt ohne Lärm zu machen uns hier rantreiben lassen. Okay, Francis' Vater hat auch schön Piranha gefangen. Boah, even bigger than mine. Alter, der ist ja groß. Alter, das ist ein brutales Teil. Francis, schöner. Guter. Ein Schöni. My baby rod. Feini, auf die Babyroute. Alter, was ist doch was anderes? Oh Gott. How big is it? Oh. How big is it? It's a big one. It's how a big nice is peacock. It? It's a nice peacock. Okay. Just by the tip of the lip. Let's try not to lose it. Yeah. Oh, wow. There we go. Schön. Yeah. Sign of life. Boah, sind die schön. Ist das unglaublich heute. Sind immer noch so schön wie damals. Herrlich. Schön. Props. Francis hat wieder einen. Schon wieder. Ja. Jetzt aber.
Ein kleiner, aber ein feiner. Feini. Ja. So Leute, ein Trahierer. Wir haben wieder einen Trahierer gefangen. Enrique hat einen Trahierer gefangen. Alter, das ist ja so geil. Herrlich. Ja, Enrique. Trahierer, ja. Ja. Enrique. Ich liebe sie einfach. Leute, ich gehe demnächst extra nach Uruguay deswegen, um die zu fangen. Muchas gracias. Oh, Victor. Noch ein Trahierer. Ja. Ein schön Trahierer lang gehabt. Ein richtiges Trahierernest hier, Leute. Der Regen geht los. Es gibt Regen. Wir müssen weg. Inzwischen ist ein neuer Tag. Wir haben so auf den Deckel bekommen gestern von dem Regen. Also schon ganz schön doll, ungefähr eine Stunde. Wir waren so klitschnass und sind dann nach Hause gefahren. Jetzt geht's weiter. Ein paar Tage haben wir ja noch. Und wir lassen es ja auch wie immer ganz entspannt angehen. Haben wir schon schöne Fische gefangen. Jetzt fahren wir wieder raus, machen unseren üblichen... Ihr kennt das Spiel, Leute. Beruhigt euch. Ich beruhige mich auch. Ihr kennt das Spiel. Üblichen Stubendurchgang, glaube ich, sagt man bei der Bundeswehr. The crew is ready. Wir schmeißen weiterhin Gummifische auf Arapaimas und wie gesagt, das Angeln auf die zahlreich vorkommenden, hoffentlich Welse, ist ja auch noch auf dem Programm. Da gibt es ja so viele Arten hier, das wäre ja so geil, mal so einen echten Redtail-Catfish zu fangen oder mal so einen Lau-Lau, so einen Lai-Lai, so einen Linglong erwischen zu dürfen. Gut, jetzt fehlt nur noch die Crew wieder mal. Der typische südamerikanische Schlendrian hat sich wieder eingeschlichen. Alle sind ready, nur die Jungs sind nicht da. Ah, super. Jetzt kann ich wieder mit dem Karten spielen. Nein, natürlich nicht. Sie machen ja die ganze Arbeit. Das ist ja ziemlich viel Arbeit. So, jetzt reicht's aber. Und den Spot kennt ihr. Hier war ich schon mal. Hier habe ich damals diesen giftigen Stachelrochen gefangen. Ja, of course. Jetzt schmeißen wir die Würmer rein. Gucken, was geht. Glück haben wir noch Arapaimas hier. Aber bis jetzt nicht. Und Delfine sind auch nicht da. Normalerweise sind immer hier die pinken Delfine. Irgendwie ist hier alles komisch heute. Aber das kann ja auch gut sein. Das kann ja was Gutes bedeuten. Just a little bit further than Victor. Is it possible? Ja. No, it's not possible. Hier ist der Köder. Schön ist anders, aber will auch keinen Preis gewinnen. Soll nur Fische fangen. Ja? Meinst du? So, jetzt nach dem Essen und der Fluss ist heute irgendwie relativ tot. Ist irgendwie gar nichts. Waren ein paar Delfine da, aber irgendwie sonst. Ob das klappt mit dem Wels, bin ein bisschen skeptisch. Aber jetzt gibt es eine leckere Tuna-Spaghetti, die haue ich mir jetzt richtig rein, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So, passend auf dem Amazonas. Die nächste Biss, Leute, beim Essen. Es ist tatsächlich Essenszeit. Left the chat. Lau, lau, left the chat. Okay, Leute. Didum. Didum. Lau, lau. Flussmündung wie gestern. Das sieht wieder ziemlich tot aus. Ich glaube aber trotzdem, dieses Mal klappt's. Also diese Ausfahrt werden wir was fangen, weil wir haben ja was vor. Bleiben wir jetzt 24 Stunden draußen. Aber hier sieht es wieder so ein bisschen tot aus. Aber diesmal denke ich, klappt das. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr werdet es nicht bereuen. So, wir sind da, Leute. Hier sind sogar Menschen, wusste ich gar nicht. Hier schlafen wir heute Nacht. Und ja, sehr interessant, doch ganz nice. Machen wir mal was Neues.
hier in unserer Unterkunft. Habt ihr gesehen, dass die Kleinen hier werden schon ans Arbeiten gewöhnt. Jedenfalls sind wir hier auf nicht mehr unbetretenen Pfaden. Das Ding ist jetzt zweimal so dicht an meinem Schienbein vorbeigescheppert, dass ich mir fast einen Fuß abgefahren habe. Beim ersten Mal waren die noch schneller. Und jetzt geht es in die erste Lagune, dann geht es in noch eine. Abgefahren. Gut, dass ich filmen muss, muss ich nicht mit anpacken. So, zweite Lagune. Arapaima and good peacock. Here. Ah, nice, okay. Den haben wir drauf. Wir klagen dir erst dran. Achtung, er geht. Schön. Papa, du willst die Pointe du Bateau, s'il te plaît, pour qu'il puisse déplacer sa canne? Maybe give it a little bit. Leute, GoPro alle. GoPro war aus. Alter. Victor! Leute, so ein schöner Schwarz. Ein schöner Schwarz. Schwarz-roter. So lieben Wasser. Aus der Lagune. Sí, ahí está un caimán tuco. Otro, no, no, now it's very dangerous to handle because the lure is outside of its mouth. Yeah. Okay? Okay, lo tengo. Okay, we're gonna remove the lure before handling it because someone's gonna get cooked, okay? La pinza, por favor. No tenemos. Francis' Vater filmt gerade. Hier ist dieser herrliche Fisch. Ich bin begeistert. Oh, Francis, wieder so ein schöner. Wieder so ein schöner. Ja, so ein großer. Herrliches Tier. Herrlich, Leute. Very nice. Das ist ein schöner Fisch. Richtig schöne Bombe. Herrlich.
Das ist ein Traum, ich bin begeistert. Ich bin sprachlos. Ich liebe sie, die Lagunenfische. Es sind die besten. So Leute, was ein geiler Fisch. Bin so begeistert. Ja, so ein richtig schönes Urzeitmonster. Kicken kaum hoch. Riesig. Ich würde sagen, wir lassen ihn gehen. Und er hat auch schon geatmet. Und da geht er los. There we go. Hit me in the balls. Nice. Thank you, Francis. Yeah. Your machine. What a nice fish. Woo! Caballeros. Ey, Leute, das war wieder so krass. Wieder geklappt, wieder auf die Spinnroute. Kurz geangelt, halbes Stündchen. Da hing er. Er hing nur ganz vorne am letzten Drilling. Herrlicher Fisch. Riesenkrasses Riesenmonster. Seht ihr diese Menge an Kormoranen? Alles Kormorane, Leute. Guckt euch das an. Besser wie zu Hause, Mutznasee, du. Besser wie zu Hause. Na, sag mal. Da ist ja. Sammer war ein Fußballspieler. Richtig. In den 80er Jahren. Und auch Anfang 90ern sehr erfolgreicher. Und hier ist noch ein Kaiman. Wo ist der Kaiman? Ich sehe. Ah, da hinten ist noch der Kaiman. So, da ist nämlich der Kaiman. Dann gibt es Kaifrau. Ah, ist er weg. Nee, da ist er noch. So, das ist herrlich. Kormorane da so eng beieinander sind. Ein Verhalten, das ist gar nicht bei uns auch so. Was hier los ist, Leute. Morgen. Morgen. Wie hast du geschlafen, lieber David? Super. Danke. Ich frag dich erst gar nicht. Roni Toni wieder im Einsatz. Das ist ein richtiger Arbeiter. Da fliegt die Drohne schneller, als man gucken kann. Recht hat er. So, wir haben jetzt gut geschlafen. Also sagen wir mal, geschlafen. Okay, sagen wir geruht. Okay, sagen wir, ich habe kein Auge zugemacht. Okay. Langsam ist jetzt auch Ende hier. Ich weiß nicht, was heute noch auf dem Programm steht. Ich glaube, Wels wird diesmal eher nicht so, aber ist ja nicht schlimm. Ein paar schöne Eindrücke gehabt. Und ja. Ja, das war ein Berge zusammen. Ja klar, ey, das war so krass. In dieser Lagune, ihr habt das ja gar nicht mitbekommen, da waren so viele Fische die ganze Zeit. Wir hatten ja nur eine Angel und mussten uns abwechseln. Das habt ihr auch nicht mitbekommen, weil eine Angel zerbrochen ist. Danke, Didi. Ja, super, die blauen Ruten. Nee, war ein Eigenfehler. Fische ohne Ende und die Angelei ist natürlich schon. Also sowieso Hechtangeln in Brandenburg, wenn Hechte 2 Meter groß werden würden. So ungefähr kann man es sagen. Amazonas ist die dritte. Mal gucken, was noch passiert. Ei, in Frente? Okay. O ahí, no, ahí. Aquí hay otro, mira. So, da war jetzt eben einer. Hier war eine Peitsche am Ufer. Und da ist einer. Was hinkriegen? Ich glaube, wir fangen heute noch ein. Hier ist ja alles voller Fisch. Da vorne ist noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar, neuer Köder ran. Los geht's. Oh Gott, Leute. ¿Estás grabando? No, se fue. Se fue. Era grande, ¿no? Oh Gott. Okay, Leute. Erster Fisch, dritter Wurf. Er meint, er war sehr groß. Sehr groß. Habt ihr gesehen. Ist rausgescheuert und ich bin schon wieder am Zittern. Was ein Monster. Wir sagen beide, er war sehr, sehr groß. Ei, ei, ei.
Hasta la próxima. Templando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Yo vi la picada. ¿Sí? Sí. La boca. Completo. Ay, ay. Alter, Kassi. Alter, der Nächste. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Wieder einer, ey. Das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Alter. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Und wieder so ein Riesenschwein. Das ist doch nicht wahr. Da ist er. Uff. Uiuiui, sehr früh. Alter, mein Herz. Ey, du kannst hier wirklich hinwerfen. Teilweise weiß man gar nicht. Scheiße ich jetzt zu dem oder zu dem. Die beißen sofort, teilweise, wenn das Ding aufkommt. Quanto tenía? Unos dos metros treinta. Knappe 2 Meter. Ah, noch über 2 Meter weiter. Nummer 4. Cuatro a cero. Cuatro a cero. Ecuador, Peru, no, Ecuador, Alemania. 4 a 0. Das ist der Nächste. Bueno, casi, casi. Erster Wurf wieder, Leute. Das gibt's doch nicht. Creo que está un poco más pequeño. Okay. Alter. Se fue, otra vez. Se me fue. Erster Wurf wieder. Primer tiro. Pum. Und das ist der nächste. Hier ist kein Mann, hier Riesenpeitsche. Ich habe angehauen. Dachte, der Fisch ist weg. Dabei kam er auf mich zu. Ich hole so ein und merke so 3-4 Sekunden später unterm Boot, der ist noch dran. Definitiv Eigenverschulden. Dieser war Eigenverschulden. Verschulden. Leute, ich kann nicht mehr. Ich zitter am ganzen Körper. Ich will angeln gerade erstmal kurz und jeder Wurf ist hier ein Treffer. Jeder zweite oder dritte. Ich kann nicht mehr. Ich dreh komplett durch. Ich kann nicht mehr. Das ist das Härteste. Okay, da hinten sind wieder Blasen. Die Dinger sind heute so juckig. Ein Wurf. Nächster Versuch, alles klar. Da hinten ist er. Ich zitter am ganzen Körper. No sé dónde está. Oh God. Qué clase, loco. Qué locura. Alter, ich kann nicht mehr, Leute. Cuidado. Oh. Alter. Muss mal aufpassen hier wegen dem langen Boot vorne. Ei. Ei, 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 ei. Ist das crazy.
Alter. Und da ist er wieder. Guckt gleich das Monster an. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr, Leute. Oh Gott. Und der ist groß. Yo. Was für ein Monster. Qué Monster. Ay, mi Dios. Cuidado. Der mejor otro lado. Sí. Cuidado con la caña. Oh Gott. No, no, mira. Está abajo. Mejor otro lado, creo. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Está bien. Uy, uy, uy. Ahí está. Oh. ¿Estás bien geatmet? Okay. Ich würde sagen, wir schleppen ihn ab. Abschleppen, Jordan. 24 Stunden. Okay. Cuidado, cuidado. Cuidado, David. Cuidado. Okay. Puedes manipularlo, si no, venga a grabar. Enrique. Okay, Leute, haben wir jetzt den Fisch. Wir wollten ihn fotografieren, dabei ist er mir abgehauen. Ist ja nicht schlimm, ich habe ein lustiges Foto. Also ihr wisst ja, ich liebe ja Superlative. Ne? Und ich liebe es ja auch so ein bisschen zu übertreiben. Ich glaube, das war jetzt die härteste Stunde Angeln meines Lebens. Wobei die Hälfte von der Stunde waren ja Rudern. Und wenn da so ein Fisch war, jedes Mal zwei, dreimal geworfen, Maximum, dann hing er. Die folgen den Wobblern. Die wollen die töten. Und zwar ist es nämlich so, die haben gerade die kleinen Arapaimas und die Babys sind in der Nähe. Und um die zu versorgen mit Futter, jagen die was, manchen das Klein, zerstören das, wie so ein Brei. Und dann kommen die kleinen, wie so Putzerfische, dann kommen die kleinen Arapaima-Babys. Was sollen die sonst fressen? Die sind ja erst so groß. Und deswegen ist die Mutter oder der Vater, keine Ahnung, zerklatscht, matscht einen Fisch mit voller Wucht, die hämmern dann drauf, wumms. Und dann kommen die und picken den Rest auf. Eigentlich eine schlaue Technik. Und wir haben auch gesehen, eben nach dem Zurücksetzen hat er sofort seine Kinder wiedergefunden. Die machen dann an der Oberfläche so ein Papa, Mama, klatschen dann so. Und dann findet er sofort wieder seine Kinder und stellt sich wieder drunter. Ja, hochinteressanter Fisch, genau wie die Peacocks auch. Sind ja auch Maulbrüter, sagt man, glaube ich. Die nehmen auch ihre Kleinen bei Gefahr ins Maul. So, und genau, ich glaube, die Peitsche, die bewacht die eher so wie so ein Snakehead. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Jedenfalls ist es eine richtig Psycho-Angelei. Und ich höre jetzt auf, kann Enrico noch einfangen. Ich habe jetzt ja, 5 Bisse gehabt, innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Minuten reine Angelzeit. Ich bin fix und fertig. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Wir haben es mitten am Tage, ne? Also nicht früh morgens oder abends oder so. Die drehen komplett durch. Und ja, ich dachte immer, die beißen aus Aggression. Jetzt teilweise, wenn die Kinder haben. Aber die haben auch Hunger. Beziehungsweise die wollen töten. Unglaublich. Was hier abgeht, das ist wirklich einmalig auf der Welt. Ich habe ja letztens schon bei Lazona, meinte ich ja, das krasseste Angeln meines Lebens war es auch. Es waren 3 Stunden voller Action. Aber nicht mal 4 Wochen später wurde das schon wieder getoppt. Das ist das krasseste Angeln meines Lebens heute gewesen. So viele Bisse, er hatte ja sonst in einer Woche. Er meinte ja die ganze Zeit, lass uns hier hinfahren, lass uns hier hinfahren. Hier fängst ohne Ende. Ich habe mich ja gesträubt mit Händen und Füßen, wollte ja unbedingt in der Flussmündung angeln. Hauptstrom, HPT, STRM. Aber er hat schon recht, wenn man Fische fangen will, sollte man in die Lagune, hier ist alles voll. Jeder Wurf mit so einem ganz flach laufenden Jerkbait. Man sieht die Fische ja, entweder atmen sie. Oder man sieht die Kleinen,
Einmal hingeworfen, Wumms. Hammerhart. Und das Ding ist hier komplett geschützt. Hier wird nicht gewildert. Hier wurde fast in Ruhe gelassen die letzten anderthalb Jahre. Die Arapaima wachsen sehr schnell nach. Deswegen ist auch ein super Speisefisch und eine gute Nahrungsquelle hier für die Einheimischen. Aber hier sind die praktisch unberührt. Merkt man ja, man kann die kaum verscheuchen. Wir sind schon mehrmals mit dem Boot über einen drüber gefahren. Ja, ich kam schon wieder an zu quatschen, aber ich muss echt sagen, ich bin tief beeindruckt. Und ganz ehrlich, mehr brauche ich auch jetzt nicht. Reicht mir. Weiteres? Wieder. Alter. Was ist hier los? Glaube ich auch, dass der groß war. Ich sag dir, er macht falsch, er versteht mich ja nicht. Wenn er langsamer fischen würde, die folgen dem. Die gehen hinterher bis ans Boot. Ich habe den einen Biss so gesehen, das Maul gesehen, alles gesehen. Victor hat da auch gestern einen halben Meter vorm Boot, hat da auch verloren. Die kommen mit. Aber ich werde natürlich jetzt nicht sagen, du musst das anders machen. Um Gottes Willen. Er ist ja der Boss. Jetzt so crazy und ich habe wieder mal, Alter, der ist den Biss ans Boot. Ey, ich bin so fasziniert, was diese Fische machen. Siehst du das? Sie gehen nun. Der kam so hinterher geschossen, wie ein Snakehead. Alter, das ist nicht wahr. Guckt euch das an. Der Typ hat echt Power hier, der Kollege. Kräftiges Bürschchen. Der kommt da hoch. Ja, es ist wirklich so crazy, Leute. Und Francis hatte recht. Wir hätten viel früher schon bei der ersten Tour hierher fahren sollen. Ey, die mich totgefangen mit den Teilen. Aber ich wollte ja unbedingt die aus dem Hauptstrom fangen. Ich bin halt auch ein Dickkopf. Aber der hat ja auch geklappt am Ende. Hat auch noch ein bisschen gedauert. Haben auch viele Bisse gehabt. Aber hier kannst du dich ja an einem Tag. Das ist ja abartig. Unglaublich. Oh mein Gott. Ich weiß, vielleicht wird es auch vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich muss sagen, diese Bisse, der fischt das Ding. Ich habe das richtig gesehen, wie er sich den Wobbler da reingepfeffert hat. Mit richtig Anlauf. Richtig Hunger. Na gut, die Drohne war hier auch irgendwo am Himmel, das heißt, Victor muss auch noch irgendwo da hinten rumschwirren. Dann ist ja alles okay. Das Gute ist, dass die relativ schnell aufgeben. Die geben immer relativ schnell auf. Und dadurch kann man sie dann ein bisschen hinterherziehen. Das ist ja schön. Das heißt, wir haben nicht einen irgendwie verloren im Baum oder irgendwie abgerissen. Den Fischen geht es schon gut. Mir fällt wirklich kein Süßwasserfisch ein, Leute, der ja irgendwie krasser ist. Also groß, ja. Für mich sind das die krassesten Fische der Welt. Guckt euch den Rücken an. Guckt euch diesen Rücken an. Hey, grande. Eieiei. Was für eine Schlange. Seht das jetzt so ein 2-Meter-Teil? Guckt euch seine Rücken an. Das ist ja fast so breit wie meiner von damals. Also die Rute übergeben. Kaum so stehen, geschweige denn mit so einem Fisch in der Hand.
Route. Ich kann aber in Hand. Und rutsche hier fast weg. David, ella. Monster, Alter! Ich höre jetzt mal auf zu filmen, müssen jetzt das Boot hier durch diesen Urwald durchziehen, ungefähr 1 Kilometer, dann auf die nächste Lagune, dann nochmal so 100 Meter über Land und dann rudern wir zurück. Die Jungs versuchen noch einen zu fangen für seinen Vater. Der hat es noch nie geschafft, hier einen zu fangen. Nimmt es auch nicht besonders ernst. Dann holen wir die Jungs auf dem Rückweg ab und fahren dann nach Hause ins Camp. Ich melde mich irgendwann wieder. Ich bin erstmal jetzt platt. Gut, Leute, danke fürs Einschalten. Vielen Dank. Ich habe es doch gesagt, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Es lohnt sich immer, dran zu bleiben. Irgendwas passiert immer. Ist nur die Frage, wann. Irgendwann passiert was. So, und ihr habt da einen jungen Mann gesehen, hinten im Boot. Der heißt Devin. Ich finde immer, man muss die jungen Leute auch so ein bisschen supporten. Ich glaube, er ist ein richtig heißer Angler und hat immer auf meine Zackfishing-Treuroute geschielt. Dann habe ich gesagt, also noch weiß es keiner, aber ich meinte, ich lasse ihm die hier. Freut er ein kleines Andenken, freut er sich und kann ein bisschen Fische fangen für die Familie. Um die Rolle tut es mir ein bisschen leid, die haben nämlich nicht ganz billig, aber ich habe hier Kontakte zu Shimano. Grüße an Veit, ich hoffe auch Veit, du verstehst es. Ich gebe das Ding jetzt weg. So, und Carsten, du verstehst auch, ne? Schickst du mir eine neue vielleicht. Also geben wir sie weg. Den Köder lassen wir auch dran, Norris, Slater und Minnow. Grüße an Camotekel. Apropos Camotekel, die besten Kunstköder aus Japan und USA. Unbedingt mal abchecken, mit denen angel ich fast nur und die Dinger fangen wie Hölle. So, jetzt geben wir ihm die Route, mal gucken, was er dazu sagt. Okay, Devin, esse para ti la caña y el carrete. Te lo presto. Hasta la próxima. Gracias. De nada. Sponsoring von Camotekel und Sackfishing und Shimano. Kann man ja mal sagen. Die Jungs sind jetzt losgerannt mit dem Boot. Ich weiß gar nicht, wo sie hier lang geht. Ich werde mir schon meinen Weg suchen. Wahrscheinlich direkt in den nächsten Ameisenhaufen hinein oder auf die nächste Klapperschlange. Auf die Rassel. Ja Gott, wird schon. Ja, nee, ist echt erstaunlich. Also ich habe jetzt 3 Mal im Amazonas noch keine Anaconda gesehen. Ich bin schwer enttäuscht. Alter, ist das wirklich der Weg? Überhaupt keine Schlange gesehen bis jetzt. Wahrscheinlich in dem Moment. Denkt sie sich hierzu, dir beiß ich schön in den Arsch. So, na jedenfalls, ich habe noch keinen Skorpion gesehen. Es gibt welche, aber ab und zu mal, wenn die einen pieken, tut es ein bisschen weh. Ja, keine Spinnen, ein paar Mücken ab und zu, Kaimane, aber die halten ja auch meistens Sicherheitsabstand. Also ist erstaunlich sicher. Hätte es mir schlimmer vorgestellt. Oder was heißt schlimmer? Aber wilder. So, gut. Ich hoffe, ich bin immer noch richtig. Leute, alles klar. Wir sehen uns später wieder. Was war das wieder für ein Abenteuer? So. Ach so, noch einmal jetzt zu dem Jungen. Der war jetzt eben natürlich ein bisschen verlegen. Weil alle haben natürlich zugeguckt und der hat seinen Namen gehört. Und Victor meinte, nein, ich will das filmen, wenn du ihm die schenkst. Normalerweise wollte ich es gar nicht sagen. Aber es wäre bei euch schon fast Tradition, dass wir mal ein bisschen Angelzeug verschenken. Nee, jedenfalls kam er dann an zu mir am Ende. Hat sich so bedankt, hat mich umarmt und hat sich so gefreut. Ein ganz lieber Junge. Hat er auch echt Gas gegeben. Man muss sagen, Leute sind sehr höflich. Auch die jungen Leute hier, Kinder, werden sehr höflich erzogen. Also danke, guten Tag, bitte. Und sowas, das können sie. Da sind sie gut. Ist mir schon öfter aufgefallen. Viele Leute haben hier eine gute Erziehung genossen. Adios, todo el mundo. Tschüss. Adios. Adios, ciao. Muchas gracias por todo. Cuídense. Tu ropa, ve. Hasta la próxima. Tu ropa, ahí está. ¿Qué ropa? Ah, sí, verdad. Ay, ay, ay. Ich wieder, die Hälfte vergessen wieder. Ah, nicht so schlimm. Ja.
Leute, das war's. Hier ist mein Zimmer. Und es geht los. Wir haben gepackt. Alles wieder verflogen, die Zeit wieder wie im Flug. Verflogen wie im Flug. Okay, alles klar. Henry kommt mit. Der fährt uns. Okay, ciao. Adios. Gracias. Also jetzt tut es mir doch ein bisschen weh, abzufahren. Vor ein paar Tagen dachte ich so, langsam reicht's auch. Aber wenn der Abschied immer naht, dann werde ich doch immer so ein bisschen sentimental. Vielleicht melancholisch. Aber so ist es. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Richtig. Okay. So, nochmal, weil manche meinten, warum ich immer so aufstoße in den Kommentaren. Manchmal so, das ist morgens, wenn ich wach bin, wenn ich mal so ein bisschen durch den Wind ab und zu. Und wenn ich mir einmal die Zähne putze, wird mir immer schlecht. Und immer halt ich durch den Wind. Aber ihr wisst ja. So, aber mir geht's gut, alles okay. Mir geht's. Ich lasse regelmäßig meinen Körper checken am Arzt. Noch alles okay. Kann sich aber jederzeit wieder ändern. So, nur mal so viel dazu. Haben nämlich welche gefragt, die meinen, David, du musst mal deinen Magen kontrollieren lassen. Du machst immer so. Du hast da schon 3 Kilometer Schlauch oben. Ja, genau, habe ich alles gemacht. 3 Kilometer Schlauch oben rein, 2 Kilometer unten rein. Sie sagen, es ist alles okay. Bis zum nächsten Mal, Amazonas. Bis zum nächsten Mal, Familie Moya. Ja.